Also, Palm City ist voller Driftzonen, in denen andere Racer-Rekorde aufgestellt haben. Viele sind drifte und übertrifft sämtliche Bestleistungen in einem BMW. Irgendwo festzustellen, nichts einfacher als das, oder? Ja, Drift und so. Der Tuning Shop bietet dir ein paar Upgrades an. Was hältst du davon? Junge, ich will was anderes. Ich will die Lackierung. Aber immer nicht. Okay, Wagen tauschen. Stufe 18. That's what I'm talking about. 193. 2, 2, 6. Wie viel hat meiner? 193, 2, 2. Okay, der Beschleunigung 3. Eins, was will ich? Ich nehme jetzt mal den. Gespeichert sind die eigentlich eh. Ich kann immer auf den zugreifen, das ist das Gute. Und ich muss ja auch die kaufen, das ist auch das Gute. Der Grüne. Aber dann werden diese ganzen Tuning-Kacke wieder abgebaut, kann das sein? Weil der war ja vorher auf mehr. Ich glaube ja. Okay. So, Leistung. Mhm. 16.000. Okay, warte mal. Sport Nitro. Beschleunigung. Oh mein Gott. Okay, aber die Beschleunigung ein Ding weniger. Das ist mir eine relativ Ralle. Komm. Ich habe immer herumgemeckert wegen dem Nitro. Jetzt habe ich Nitro. Holy shit. Da gibt es irgendwo ein geileres auch. Hat nicht so wenig, sag mal, Schleunig, das bringt mir viel, da bringt mir alles sehr viel, 200, das bringt mir schon mehr. Aha. Das wäre ja nicht, das ja auch nicht. Oh her, oh hier der Schwede, Sport, bringt gar nichts, die Reifen bringen mir auch gar nichts. Oder? Die Reifen bringen mir ein PS mehr, warum auch immer. Ne. 5000. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Auspuff. 16.000. Scheiße, damit ich komplett bleibe. Warte mal. Ne, ne, ich lass das erstmal so. Ich muss auch ein bisschen auch drauf schauen. Wie viel bringt mir das, wenn ich. Wow, ja. Biese bringt mir das, aber PS bringt mir das halt sehr viel da wieder. Und hier auch. Okay, aber nee, es ist in Ordnung, ich lasse es mal so. Es passt. So, Herausforderungen. Kann man die ersetzen auch oder wie sieht das aus? Neu. Ja, kann ich, anscheinend. Okay, dann würde ich die gerne dann ersetzen. Ziele einstellen in der Driftzone, drifte 125 Meter, während du von dem Kopf verfolgt wirst. Schalte drei Kopf aus. Oh, Alter, ne, dann lasse ich das Ding noch. Dann schaue ich noch mit dem den 50 Meter weit springen. Mit einer Performance-Wertung von 200, was für Performance? Bei 5 Sekunden lang über. Alter! Jetzt kommen sie aber. Jetzt habe ich einen geilen Wagen und jetzt kommen sie alle hier instant mit was weiß ich was. So, ich brauche aber nochmal Nacht. Es ist noch nicht alles getan in der Nacht. Aber man merkt, die Karre wird schon besser. Okay. So, soweit ich. Warte mal. Gibt es jetzt wieder extra neue Rennen auch, oder? Jetzt habe ich ja ewig viele PS. Weil die Crew Time Drivers. Was? Kämpfen mit deinen Freunden und Crewmitgliedern um die Spitze der Bestliste? Also wird mit einer Online-ID sowie Folie aufgezeichnet und wieder abgespielt, wenn andere aus deiner Crew. Das ist halt online. Ja, schön. Okay. Nee, ja doch da oben. Doch ein paar gibt's, ein paar neue gibt's schon. Oder soll ich mal jetzt endlich die Story-Mission machen? Ich mache jetzt die Story-Mission. Ich mache jetzt die Story-Mission. I don't care.
Rennen können wir immer machen. Rennen können wir immer machen. Und ich krieg dafür auch Kohle. 13.000, also. Also ja, hier, ja, die krieg ich ja nur der Erfahrung dann dabei. Passt. Bam. Ab dorthin. Und dann machen wir am Ende mal die Story weiter. Oder wird auch Zeit. Jetzt habe ich jetzt eigentlich relativ viel schon Kohle gefarmt und Erfahrungspunkte und was weiß ich nicht alles. What the fuck? Hört ihr das auch? Wenn ich Gas gebe und den nächsten Gang rein tut, das ist. Fuck! Diesen Gun einlegen klingt immer voll komisch mit dem Wagen. Und da höre ich nur das so irgendwie. Das ist voll awkward. Okay. Das ist voll awkward. So, was ist hier? Was jetzt hier? Was soll ich jetzt hier machen? Ziel 5000. Was 5000? Hä? Racing, Racer nach Gewinne, ja. Okay, so driften war alles andere als das jetzt. Was soll ich hier machen? Ach so, jetzt verstehe ich's. Ach so, Jetzt verstehe ich's. Das ist ja mal Katastrophe. Okay, also von hier lang soll ich dann driften bis zum Tode. Das Problem ist an der Geschichte, ich bin nicht der beste Drifter und. Okay, ich scheiße jetzt mal auf das Ding. Dieser Gang rein tun macht mir irgendwie komplett wahnsinnig. Das klingt voll komisch. Das klingt voll komisch. Egal. Da irgendwo, was soll ich denn jetzt machen? Ihre Treffen? Oder so. Ich habe gestartet. Lange Aufmerksamkeit. Ja. Ich hoffe, du bist bereit. Dir auch hallo. Komm mir einfach nach. Ich war gerade am Trinken, aber okay. Tagesherausforderung abgeschlossen im Schlepptau. Bist du nervös? Hör zu, hier geht's nicht um mich. Du musst dir einen Namen machen, damit unsere Crew aufsteigt. Mich kennen die Leute bereits. Ich unterstütze dich, aber du musst gewinnen. Zeig, dass du kein Loser bist wie deine letzte Crew. Du bist besser wohin? Als sie. Also hier. Mein Gott, sag doch wohin. Also, die Speed Boys. Wer sind die? Naja, Kenny natürlich. Unsere Midlife Crisis auf Rädern. Und Daryl. Er redet nicht viel, ist aber der Bessere. Kenny, die Midlife Crisis und Daryl? Aha. Sie sind die herausgeforderte Crew, also wählen Sie die Strecke. Und da Kenny es niemanden außer sich selbst leicht macht, solltest du mit Überraschungen rechnen. Also fahre ich jetzt gegen Kenny oder gegen wen fahre ich jetzt? Bieg links ab. Danke, endlich sag's mal was. Finde ich gut, aha. Da sind sie. Moin. Aha. Anna Rivera und ihr unfähiger kleiner Sidekick. Denkst du echt, ihr seid den Speed Boys gewachsen? Kenny? Hey Daryl. Was geht? Bock auf eine Gratisfahrstunde? Wir warten an der Ziellinie auf euch. Ich schätze mal, ich soll jetzt gewinnen einfach. Tschüss! Ja, ich bin dabei. Ich denke mal, ich habe einen der geilsten Autos, also von der PS her auf jeden Fall.
Was sagt ihr dann, wenn ich gewinne, hä? Was sagt ihr dann? Was hoffentlich der Fall sein wird. Aber schon. Alter, was dachte ich, es kommt ein easy, riesiger Boost oder so, weil man die Tankstelle, was so bescheuert ausgeschaut hat. Alter! Ja, bitte. Warte, du bist Dritter. Alter. Du bist Dritter, einer. Das ist keine Hilfe. Daryl geht mir irgendwie auf den Keks gerade. Komm schon. Alter. Fahr schon, ich bin dran. Was für, du bist dran, du bist Dritter. Und ich fahr eh. Goddammit. Das ist 200 Meter entfernt. Das ist alles in Ordnung. Holy shit. Wohin? Alter. Asphalt langweilt mich. Versuchen wir mal was anderes. Was hat jetzt vor? Cops rufen oder was? Ich liebe die Meeresbrise. Was? Also, wow. Okay. Der Turbo ist, glaube ich, schon besser als beim anderen. Alter, 58%, der ist euer Ernst. Hä? Das ist eine scheiß Sperre gewesen, dammit. Dieses Geräusch beim Gang einlegen ist so bescheuert. Da geht's nur mir so, ich weiß es nicht. Wie das? Hä? Ah, da, hier. Hä? Oida! What the fuck? Auch du Scha. Juhu! Bam! Das musste sein. Jawoll ja. Ein Traum, die sind ja irgendwo. Easy, ich seh nix. Wir haben's gleich. Lass nicht nach. Scha. Gut, so kann man es halt auch machen. Ich baller einfach alle tot. I don't care. 90% passt. Geh noch durch, easy going. Einmal noch Turbo reinholzen. Ciao. Das war's. Was sagt er jetzt? Boom. Mhm. Jetzt kennen Sie deinen Namen. Hell yeah. In illegale Aktivitäten verwickelt sein soll. Augen nach vorn. Was bedeutet? Ich habe das Recht, es zu beschlagnahmen. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir waren hier. Wir waren hier. Sie, Ausweis. Vollpfosten. Netter Name. Haben Sie ein Auto? Ja, Sir. Ja, Officer! Wo ist es? Da drüben. Nice. Vielleicht habe ich das Falsche beschlagnahmt. Ja, wo bist du gerade? Auf dem Weg. Schlüssel. Warum das denn? Schlüssel. Wollen Sie es wieder? Sie haben 10 Tage. Da wird es geschottert. Aber ich denke 10. Vielleicht auch früher. Fahren Sie vorsichtig. Hm.
sag nichts. Bring mich nach Hause. Alter, was ein Arsch dieser Shaw. Oh mein Gott. Ist ja unglaublich, was für ein Arsch dieser Shaw ist, Alter. Also, alles okay? Du musst das verstehen. In meinem Auto habe ich die Macht. Ich habe die Kontrolle. Jemand will was von mir? Klar, der soll nur kommen. Wenn's aber heißt, steigen Sie aus dem Wagen, Ma'am, haben die Macht. Und ich habe nichts. Oh, shit, you go. Haben wir sie irgendwie den Wagen zurückbekommen oder sonst irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns später. Danke fürs Mitnehmen. Immer wieder gerne. Hä, wohin? Ah, hier. Oh, verdammt. Oh, diese scheiß Show, Alter. Was los? Hat sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Sehr, sehr viel. Auf jeden Fall. Nicht. Wow. Wow. Gerade als das Street Racing Problem unter Kontrolle zu sein schien, hat sich letzte Nacht eine Gruppe Racer auf den Straßen ausgetobt und dabei Schäden in Höhe von mehreren tausend Dollar verursacht. Viele Einwohner haben Angst vor dem, was als nächstes passieren könnte. Das zeigt uns doch, dass meine Taskforce nötig ist. Jetzt mehr als jemals zuvor. Diese Tat ist unverzeihlich. Und ich verspreche, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht. Also, es klingt genau nach so einer Sache, die man tun würde, um herauszustechen. Ja, ist halb so wild. Verstehst du es nicht? Reich mal rüber. Anna sagt, du warst gut. Gut genug für den Weg. Was ist passiert? Ich weiß, versteht es nicht. Versteht ich auch nicht. Es gibt Konsequenzen, die schlimmer sind, als in den Pool zu verlieren. Weißt du, nach letzter Nacht bin ich wirklich erstaunt, was er noch von mir angegeben hat. So müde, denke ich. Ja. Wenn du Zeit hast, hätte ich da was für dich. Ein alter Freund von mir nervt voll rum. Er will sehen, was du drauf hast. Gute Kontakte. Ich glaube, das würde sich für dich lohnen. Sicher. Schau mal hin. Danke. Kein Ding. Jetzt zu dir. Naja, ich muss sowieso noch zu einem anderen Typen auch fahren, der was von mir will. Okay. Ashton, irgendwas bereit zur Abholung auf Rap-Stufe 20. Hey, ich weiß, du kennst mich nicht. Ich bin Raciel. Ich habe deine Nummer von Anna. Um es kurz zu machen, wenn jemand in dieser Stadt etwas will, sorge ich dafür, dass diese Person es bekommt. Mit ein klein wenig Hilfe von einem guten Racer. Hör zu, die Sache ist ganz einfach. Die Klienten stellen den Wagen zur Verfügung und du ihnen im Gegenzug deine Talente. Soweit ich weiß, lassen sie außerdem noch ein paar Extras springen. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Was? Stufe 20, um den Ashton irgendwas als Teil der neuesten Schwarzmarktlieferung zu erhalten. Rasil wird sich bei dir melden, sobald du dich bewiesen hast. Also sobald ich Level 20 bin oder was? Aha. Okay. 38.000. Zeigt sich das aus? Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt auszählt, dass ich die Scheiße zu kaufen, aber okay. 16.000, das war's. Das war's, mehr kaufe ich jetzt nicht. Mehr kaufe ich jetzt nicht. Verdammt. Okay, Charlie der Cops, ja, das ist die Katastrophe. Verdammt.
Gönne zu erwähnen, mit deiner Performance-Bewertung bleiben 5 Sekunden, dass sie deinen Stern. Okay, Karte. Ich kann doch hier von der Garage aus der Karte schauen, das ist gut. So, was ist denn das hier wieder? Container. Ah, das ist online. Kriege ich für das, das Scheiß was? Ich kriege halt echt was. Geldbelohnung. Also es wäre eigentlich klüger, wenn ich jetzt mal wieder... Das ist hier unten. Also die Kohle sammeln würde. Was ist denn das schon wieder alles? Also das ist der Wagen und das ist... Auch ein Wagen. Stufe 30, Stufe 20. Geil. Heilige Scheiße. What? Wie viel? 25.000. Ich weiß nicht, warum ich so viel bekomme für das Ding, aber... Why not? Okay, also den Typen kann ich so erst später... Ne, warte mal. Wobei, bei dir. Wieso ist er dann gesperrt? Ist er daran gesperrt? Aber ne, jetzt anscheinend nicht. Aber den Drift. Oh Gott. Das kann nicht gut gehen. Okay, warte. Den Kollegen könnte ich auch machen, oder? Oder? Kann ich den Typen jetzt da machen oder nicht? I don't know. Racing Story. Mhm. Was ist bei dem? Kampagnenmission. Aha. Aha, aha, aha. Okay. Gut, ich werde jetzt mal raus. Am Tag. Und werde dann dort zum anderen Versteck eine Stellreise machen. Und zu dem Typen mal gehen, zu diesem anderen Typen. Also nicht zur Kampagne, sondern zum anderen. Anderen. Yeah. What the fuck, das für Mucke, Alter. So. Jetzt ist anscheinend Tag. Ja, es ist Tag. So, jetzt gucke ich mal zu dem Typen. Ob mir auch immer das bringt. Ob ihm was bringt. Weiß ich nicht. Bam. Bam. Nur damit du es weißt, mein Freund Wayne steht total auf Technik. Rechne also eher nicht mit besonders viel Racing. Er wartet am Hafen auf dich. Viel Spaß. Mein Freund Wayne? Wer ist das schon? Das ist wieder was Neues. Hafen. Ja, das ist er, oder? I guess. Oder? So sehe ich ja nichts. Ich glaube ja. Gut. Ich meine, sonst erstmal das jetzt hier. Wo auch immer das ist. Hier Geschwindigkeitstest. Racing Story. Mhm. Boah, die alle mit dann hinfahren erst. Das. Lass mich einfach markieren. Ah, nicht Lukas diesmal, ha? War ja klar. Ja, wohin? Alter. Wir sind auf diesen Straßen aufgewachsen. Lukas und ich sind im gleichen Alter, auch wenn er eindeutig verlebter aussieht. Junge, er schleicht doch. Sag doch, bieg links ab. Einmal sag das nicht, ich versteh's nicht. Auf der Strecke, zu der wir gerade fahren, sind wir zu Racern geworden. Ich glaube, es ist eine Art Wasseraufbereitungsanlage. Da hat's gestunken wie in der Hölle. Weshalb sie perfekt war. Dreckige Luft und freie Straßen. Einmal ist Lukas fast in einen offenen Abwassertank gedriftet. Aber keine Sorge, er ist inzwischen abgedeckt. Okay, also kann es mir nicht passieren, ne? Das ist gut. Jetzt
Jetzt veranstalte ich hier Trainingsrennen für die Neuen, damit ihr euch beim Showdown nicht blamiert. Und wenn Sorry. Du mich beeindruckst, habe ich vielleicht was für dich, um deinen Wagen für den Showdown fit zu machen. Ich werde dich ganz hier. Ich werde dich hier beeindrucken. So, ich fahre mal ein bisschen vor. Oder bis zur Bekreuzung. Sind wir bald einmal da? Okay. Wo zur Hölle sind wir? Jetzt nach rechts. Da sind wir. Dann zeig mal, was du kannst. Was soll ich jetzt hier machen? Hä? Was will der von mir? Wenn ich jetzt irgendwas drifte oder so, habe ich ein Problem, weil. Ich bin nicht der Beste driften. Nein, Rennen fahren. Okay, easy going. Noob-Alarm, alles klar. Ja, komm. 3, 2, 1, ciao. Abflug, Abflug, Abflug. Ich bin schon in Führung, don't worry. 4 Runden, okay. Ja, das ist nicht so schwer. Schätze ich mal. Schissel, Manissel, Stahack. Oida! Okay, vielleicht doch. Oh shit. Alter, what the fuck? Den Start habe ich versaut. Ja, ich nicht. Ich versau nie den Start, das ist das Gute. 2 von 4, easy. Also noch easy. Ich hol dich schon wieder ein. Das glaubst aber auch nur du, Kollege, oder? Das glaubst nicht nur du. Du bist fünfter Junge, ist dir schon klar? By the way. Oh shit. Nikos nervt mich ein bisschen. Ich hoffe, du kennst den Weg. Ja, ich habe Mini-Radar. Oh, der Nikos nervt aber echt. Hau ab. Das tut weh, das tut richtig weh. Scheiße. Alter. Aber gerade so doch gerettet, irgendwie. Holy shit. Komm, 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 komm. Hau ab. Hau ab, Alter. Okay. Ich muss dich warnen, ich verliere nicht gern. Ich auch nicht. Das ist ja das Witzige. Jawohl, Nikos habe ich irgendwie abgehängt. Das war's. Oh, wieder fast überrundet. Bams. Bitteschön. Wow, hat dir Lucas das beigebracht? Er war nämlich früher ähnlich überragend. Du kannst definitiv wiederkommen. 9000 nur, euer Ernst? Oida, wo ist denn hier Dex? Oida, wo der ist. Dritter. Das war's? Okay. Okay. Also ich habe deswegen gedacht, wegen Driften, wegen Geschicklichkeitsalarm, deswegen irgendwie Driften, Geschicklichkeit, das könnte sein, aber war das zum Glück nicht. So, hier sind ewig viele Sprays, was ist hier los? Einmal. Hier irgendwo ist eine Dose. Eine Dose. Hier. Jo. Okay. Haben wir auch. So, wie seht ihr das jetzt? Keine hauptmäßiges Gedöns mehr, nur da unten. Oder was?